Hallo, ich begrüße Sie bei K1 Journal am Mittwoch. Alle drei Monate ist es wieder soweit. Dann rücken die neuen Rekruten in die Kasernen ein zum Wehrdienst. Etwa 15.000 sind es pro Quartal. Einen von ihnen, Simon Flatscher, hat mein Kollege Klaus Eicher drei Monate lang begleitet. Grundausbildung bei den Gebirgsjägern. Das 7. Gebirgsjägerbataillon 232 in Strub bei Berchtesgaden. 152 Rekruten treten ihre dreimonatige Grundausbildung an. Bayerisch Gmain im Berchtesgadener Land, das Zuhause von Simon Flatscher. Er ist einer von 15.000 jungen Männern und Frauen, die am 4. Oktober 2005 ihren Dienst bei der Bundeswehr beginnen. Ja, jetzt geht's nochmal los. Jetzt habe ich noch eine halbe Stunde sowas und dann geht's los auf einen neuen Lebensabschnitt in die Kaserne. Ich weiß zwar noch nicht, was mir bevorsteht, aber mal schauen. Und lasse ich mich einfach mal überraschen, was jetzt auf mich zukommt. Bis jetzt habe ich noch jeder Situation getrotzt, jedes Hindernis überwunden und schauen wir mal, wie das jetzt bei der Bundeswehr wird. Der Bahnhof von Bayerisch Gmain. Simon Flatscher muss nur wenige Kilometer bis nach Berchtesgaden zurücklegen. Die Zeit beim Bund bedeutet für ihn den ersten großen Einschnitt in seinem Leben. Der 21-Jährige überlegt sogar, ob er bei der Bundeswehr studieren will. Doch erst will er sich den Bund genau anschauen. Wo kommt ihr jetzt alle her? So Münchner Raum oder? Rosenheim. Rosenheim. Dittnacht. Kaisendorf. Kaisendorf ist das nächste hier. Richtig. Wir müssen besser reingehen. Ja. Ja, jetzt geht's dann los. Bis der Bus kommt. Der erste Kontakt mit der Bundeswehr. Ein Shuttlebus soll die jungen Männer in die Kaserne nach Strub bringen. Aussteigen geht jetzt nicht mehr. Ja, jetzt kann man nicht mehr wegrennen. Gell? Jetzt sind die 9 Monate, die muss man jetzt durchziehen. Ja, werden wir sehen. Das wird schon nicht so hart werden. Und wenn es hart wird, dann muss man einfach durchbeißen. Es hilft nichts. Ja. Das 7. Gebirgsjägerbataillon 232. Die neue Heimat für Simon Flatscher. Die Ausbildung ist gefürchtet, denn die Ansprüche an Gebirgsjäger sind höher als bei vielen anderen Bundeswehreinheiten. Die meisten Übungen finden in den Bergen statt. Zudem sind die Winter im Berchtesgadener Land rau und hart. Grüß Gott, bin ich hier im ersten Zug? Ja, stellen Sie mal die Tasche auf, stellen Sie sich hin, machen Sie anständige Meldung. Ja, Daumen ran. Genau, Grundstellung, dann machen Sie die Meldung, wie hier steht. Jäger Flatscher, melde mich zum Dienst im ersten Zug. Rüdolch, jetzt gehen Sie ins Rüdolch. Das heißt, bleiben stehen, nehmen die Hacken auseinander und die Hände auf den Rücken. Genau, so jetzt treten Sie vor hier an den Tisch. So, Sie haben jetzt hier einen Personalfragebogen, den füllen Sie aus. Dazu gehen Sie auf Ihre Stube. Ja, Sie sind auf Stube 71, die Stube ist gleich hier links. Verstanden? Noch Fragen? Wegtreten. Simon Flatscher teilt sich die Stube mit 7 weiteren Rekruten. Manche von ihnen mussten aus 900 Kilometer Entfernung anreisen. Bis zum Morgenappell sind es nur noch wenige Stunden. Zeit, die Habseligkeiten zu verstauen. Stube 71 im Gang antreten. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir gehen jetzt raus zum Bus. Mit dem Bus fahren wir dann nach Bad Reichenhall. Da bekommen Sie die erste Bekleidung und kommen dann wieder hier rein. Ja? Die Rekruten sollen möglichst schnell einheitlich in Uniform auftreten. Nur bei der Unterwäsche macht die Bundeswehr eine Ausnahme. Zur Belehrung, wie es da drinnen abläuft. Bei der Einkleidung von Alpha Delta. Wer möchte seine Unterwäsche nicht haben? Arm hoch. Sie bekommen jetzt von mir einen Zettel. Dieser wird nicht geknickt. Dieser Zettel bleibt einfach so, wie er ist, in Ihren Händen. Den geben Sie oben dann bei den Frauen ab, wenn Sie oben eingeschleust werden. So verstanden?
Rechts um die ersten sechs Mann. 2, 4, 6, 7. Zurück. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Halt immer zwei Mann hintereinander. Zuerst werden die Rekruten zentimetergenau vermessen. Schließlich soll die Uniform so perfekt wie möglich sitzen. Simon Fletcher entscheidet sich für die olivgrüne Bundeswehrunterwäsche. Wer darauf verzichtet und die eigene behält, bekommt einmalig stolze 25,56 € ausbezahlt. Nach 3 Stunden Bundeswehr-Shopping geht schließlich wieder zurück in die Kaserne. 18 Uhr. Der erste Tag ist fast geschafft. Zeit zum Kennenlernen und für die erste Einführung in die sprachlichen Gepflogenheiten beim Bund. Abend. Schauen Sie einmal her. Sammeln Sie sich mal hier vorne. So, ich werde jetzt kurz erklären, wie es aussieht, wenn die Dienstgradstufe betritt. Dienstgrad höherer, in meinem Fall Unteroffizier oder Oberfeldwebel. Es wird so ausschauen, die Tür geht auf, derjenige, wo die Person als erste sieht oder wo am nächsten an der Tür dran steht, der schreit Achtung, so dass es jeder mitbekommt. Dann gehen alle in Grundstellung, so wie es draußen vorgemacht worden ist. Und dann kommt die Meldung, so wie es hier an dem Schild auch dran steht. Gut, dann werden wir das jetzt mal durchspielen. Meldung, wo bleibt die Meldung? So wie wir es gerade angesprochen haben. Dienstgrad betritt die Stube, dann kommt ein Achtung, dann gehen alle in die Grundstellung und die Person meldet dann. Was machen wir jetzt nochmal? Achtung! Herr Unteroffizier, Jäger Eichelberger meldet Stube 71 mit 8 Mann belegt, 8 Mann anwesend. Ja, rein. So. Ronny Steidl, der Gruppenführer von Simon Fletcher, bildet seit vielen Jahren Rekruten aus. Er weiß, was die jungen Soldaten erwartet. Für viele junge Leute, gerade heute, ist es halt was völlig Unbekanntes. Sie müssen sich da komplett umstellen. Und für viele ist es auch, muss man sagen, in mancher Hinsicht, dass sie was ganz anderes erwartet haben. Man muss halt versuchen, als Gruppenführer speziell diese verschiedenen Charaktere zusammenzufassen in der Gruppe und das Beste daraus zu machen. Achtung! Herr Oberfeldwebel, Unteroffizier Ammer, melde, Stube 71, mit 8 Mann belegt, 9 Mann anwesend. Alles klar. So, Männer, darf ich kurz vorstellen? Mein Name ist Ronny Steidl, Dienstgrad her bin ich Oberfeldwebel und ich bin Ihr Gruppenführer für die nächsten Wochen. Ich bin 29 Jahre alt, seit 97 Soldat und ja, habe eigentlich schon relativ viel erlebt. Zweimal mittlerweile schon im Einsatz gewesen. Ich denke also, dass ich etwas Erfahrung habe, um Ihnen was beizubringen. Was ich erwarte, ist ganz einfach, dass die Gruppe Leistung zeigt. Es wird nicht immer leicht sein. Es gibt viele Leute, die bezahlen viel Geld dafür, um hier Urlaub machen zu dürfen. Sie bekommen Geld dafür, um hier ausgebildet zu werden. Mit Urlaub hat der Dienst bei der Bundeswehr wenig zu tun. Die jungen Soldaten müssen ihre Betten selbst machen. Statt lockerem Plausch an der Hotelbar wird die Stube in Ordnung gebracht und um 23 Uhr gehen die Lichter aus. Die Kaserne in Strub, 4 Tage später. Es ist Samstag, die Rekruten müssen gleich an ihrem ersten Wochenende Dienst schieben. Die Haare sind ab und die ersten Erfahrungen mit der Bundeswehr gemacht. Eine ungewöhnliche Atmosphäre ist es hier.
Man muss früh aufstehen, muss auf Befehle gehorchen. Alles, was man daheim halt nicht hat. Und, naja, kommt genauso beim Waschen. Man hat eine gewisse Zeitvorgabe. Das muss man alles einhalten. Das ist daheim auch wieder anders. Genauso beim Essen. Man hat einen gewissen Plan und den muss man machen. Und wenn man das nicht macht, muss man mit den Konsequenzen rechnen. Und es ist daheim einfach ganz anders. Die Erziehungsmaßnahmen bei der Bundeswehr zeigen erste Wirkung. Ton und Tempo haben sich deutlich verschärft. Wir haben 3 Minuten Zeit, Rucksack packen mit Handschuhe und eine Feldflasche mit Wasser füllen. Ja, wir gehen jetzt zum Sport, aber wir müssen unseren Rucksack schnell packen. In 3 Minuten Zeit, Jungs. Sind alle fertig? Stufe 71 stehen! Stufe 72 stehen! Stufe 73 stehen! Stufe 71 stehen! Stufe 98 stehen! Stufe 99 stehen! Stufe 101 stehen! Von vorne beginnend in die Sporthalle einrücken. Marsch! Erster Mann! Letzter Mann! Gurte voll! Letzter Mann! Gurte voll! Letzter Mann! Ein Leistungstest steht an. Ziel ist es herauszufinden, wie viel die Ausbilder von den Rekruten körperlich verlangen können. Und das wird immer weniger. Wir haben halt dann immer das Problem, dass wir mit diesen Defiziten dann arbeiten müssen. Und diese Defizite teilweise dann auch ausmerzen müssen. Aber das merkt man schon ganz deutlich, dass es heutzutage eigentlich nicht mehr so üblich ist, Sport zu treiben. Der Test besteht aus mehreren Einzelübungen. Den Bundeswehr-Liegestützen, einer 4x9 Meter Sprintübung dem Standweitsprung und Sit-Ups. Die Rekruten sollen in allen Disziplinen mindestens 2 von 6 Punkten erreichen. Schafft das einer nicht, muss er extra Schichten einlegen. Nein! Komm! Los! Weiter! Komm! 5 Sekunden! Komm! 2, 1! Eine will ich noch, komm drauf! Auch 6 Frauen absolvieren ihre Grundausbildung. Sie müssen dieselben Ergebnisse erzielen wie ihre männlichen Kollegen. Vielleicht ist gerade deshalb ihr Ehrgeiz besonders groß. Sie! Los! Komm! Los! Noch mehr! 5 Sekunden! Los, 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 los! 3, 2, 1! Komm, los, noch! Ich hatte eine Ausbildung als Kauffrau für Buchkommunikation gemacht und habe gemerkt, das ist nicht mein Ding. Also für mich im Büro sitzen ist Wahl. Ich muss mit Menschen zu tun haben, ich muss mich körperlich bewegen und ich möchte auch irgendwann mal meine Grenzen füttern. Ich möchte gucken, wie weit ich selber körperlich komme. Aber man muss erst gebrochen werden, um wieder aufgebaut zu werden. Und das habe ich irgendwo gesehen und ich finde den Spruch eigentlich mal gar nicht so verkehrt. Die letzte Übung, der 12-Minuten Ausdauertest. Oberfeldwebel Steidl weist die Soldaten ein. Irgendwas um die 40 Runden ist das Ziel. Noch irgendwas unklar? Dann auf die Plätze und los. Beim Ausdauertest zeigt sich, wer den Belastungen der Gebirgsjäger-Grundausbildung gewachsen ist. Noch 5 Minuten! 5 Minuten noch! So manchem hat der große Einsatz in der Vergangenheit viel gebracht. Ich hatte selber so einen relativ korpulenten Kameraden dabei, der hat in den ersten 1,5 Monaten 10 Kilo abgenommen. Das ist ein Erfolg. Der Kamerad war übelst stolz darüber, muss er sagen. Und das freut mich natürlich als Ausbilder auch, wenn man dann die Männer entsprechend dazu hinführt, dass sie auch privat, und das hat der Kamerad dann auch gesagt und immer wieder bestätigt, dass er auch privat jetzt in der Lage ist oder auch öfters gern mal Sport macht. Das freut mich und das ist somit das Ziel der ganzen Sportausbildung. Helgi Stefan hat gerade für diesen Test intensiv trainiert.
Komm, und durchhalten. Komm, durchhalten. Ganz locker weiterlaufen. Halbe Minute noch. 30 Sekunden. Und stopp! Nach 12 Minuten ist Schluss. Alle haben es geschafft, auch Peggy Stephan. Ich habe gedacht, es fällt schlechter ab, aber da geht noch mehr rauszuholen. Nach 4 Stunden ist der Sporttest beendet. Die Befürchtungen von Oberfeldwebel Steidl haben sich nicht bestätigt. Sehen Sie morgen, es wird ernst in der Grundausbildungskompanie. Es wurde befohlen, in Linie zu 5 Gliedern anzutreten. Das heißt 5 Mann hintereinander, viele, viele nebeneinander. Der erste scharfe Schuss für Peggy Stephan und der erste Leistungsmarsch. Jetzt beiß endlich und streng dich an, Gott verdammt! Ich steh auf, komm, hoch, weiter! Komm jetzt! Komm! Los! Sie kommt immer hoch! Ja, obwohl sich das Ganze so hart anhört, entscheiden sich nach der Grundausbildung viele Wehrpflichtige bei der Bundeswehr zu bleiben. Interessante Jobs, gute Ausbildungsmöglichkeiten. Wir haben alle Infos über die Karriere bei der Bundeswehr zusammengestellt im Kabel 1 Text auf Seite 480. Hallo, herzlich willkommen bei K1 Journal am Donnerstag. Der Stubendienst ist vorbei. Für die Rekruten des 7. Gebirgsjägerbataillons 232 beginnt die Ausbildung an der Waffe. Was ein Soldat sonst noch können muss, sehen Sie in Teil 2 unserer Reportage über die Grundausbildung bei den Gebirgsjägern. Das 7. Gebirgsjägerbataillon 232 in Strub bei Berchtesgaden. 152 Rekruten absolvieren hier ihre Grundausbildung. Geh! Es ist Mitte Oktober. Die Soldaten haben 2 Wochen Grundausbildung hinter sich. Heute steht für Rekrut Simon Flatscher und seine Kameraden ein wichtiger Tag an. Grüß Gott, siebte Kompanie! Grüß Gott, Herr Oberleutnant! Augenblende! Aus! Siebte Kompanie, hör ich! So, Kameraden, heute geht der erste Zug das erste Mal zum Schießen. Konzentrieren Sie sich sauber, so dass die Schießergebnisse dann dementsprechend gut ausfallen. Es ist kurz vor 7 Uhr morgens. Müde und frierend verlässt der erste Zug die Kaserne. Auch der 45-Minuten-Marsch kann daran nur wenig ändern. Jetzt schießen wir dann gleich und mal schauen, was rauskommt. Ich bin ein bisschen verkühlt, das hört mich aber nicht so gut an. Mal schauen, wird schon werden. Am Tag zuvor wurde der Ablauf des Schießens am Simulator trainiert. Doch das ist mit dem ersten scharfen Schuss nicht vergleichbar. Manche Soldaten haben nach diesem Erlebnis ihren Dienst quittiert. Dementsprechend nervös und bisweilen unkonzentriert sind die jungen Rekruten. Es wurde befohlen, in Linie zu 5 Gliedern anzutreten. Das heißt, 5 Mann hintereinander, viele, viele nebeneinander. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Worte folgt. Letzter Mann. Und weil bei der Bundeswehr alles seine Vorschriften hat, gibt es eine umfangreiche Einweisung über den korrekten Umgang mit Ohrenstöpseln. Diesen Gehörschutzstöpsel in die rechte Hand nehmen, zu einer konischen Wurst zusammenrollen. Richtig hier zwischen Daumen und Zeigefinger zusammendrehen. Hier, sieht es jeder? Jawohl. Gut. Dann mit der linken Hand über den Kopf fassen, das rechte Ohr oben erfassen, dann das Ohr nach oben ziehen, dass der Gehörgang geöffnet ist. Dann diese konische Wurst in den Gehörgang einfügen, dann eine leichte Drehbewegung machen. Dann ca. 15 bis 20 Sekunden halten, bis sich diese Wurst aufquillt. Danach können Sie den Finger abnehmen und der Gehörschutz hält. Das gleiche dann mit der linken Seite. Alles wieder verstanden? Jawohl! So, komm, Kameraden, das muss schneller gehen. Das ist alles wieder Ausbildungszeit, die verloren geht. Jetzt sind es immer noch nur 4 Mann nebeneinander, nicht 5 Mann nebeneinander. Wo ist denn der 5. Mann vom ersten Rennen hier?
Was ist das da hinten für ein Sauhaufen? So, das ist die erste Rotte, links um. Die erste Rotte links um, das gilt auch für Sie beide. Jetzt müssen wir wieder wissen, wo links und wo rechts ist. Meier. So, Kniehasse, Marsch. Hier vor einer Markierung 150 mit Ihrem Rennen hinstellen. Helm auf, Flickrichtung Schießbahn. Los, ab. So, Helm auf. Der Rest ohne Tritt, Marsch. Wir haben die letzten zwei Wochen jetzt versucht, ein bisschen Ordnung und Schliff reinzubekommen. Ja, es ist natürlich dann immer mal wieder so ein Tag da, wo es halt nicht so läuft oder läuft, wie es laufen sollte. Und gerade heute auf der Schießbahn brauchen wir einen geordneten Ablauf, damit wir hier zügig die Schießübung durchbringen können. Und da muss man ab und zu halt auch mal ein bisschen lauter werden und auch mal etwas durchsetzen. Ausgabe der scharfen Munition. Die Patronen sind registriert und werden vorschriftsmäßig übergeben. Zwei Magazine mit je 5 Patronen richtig übergeben. Zwei Magazine mit je 5 Patronen richtig übernommen. Jawohl. Nebel verzögert den Beginn des Schießens. Die Soldaten stehen noch länger in der Kälte. Da helfen nur warme Gedanken. Ja, ist sehr heiter. Sehr aufheitert, sagen wir so. Dass ein paar Mädels auch dabei sind. Naja. Die eine oder andere schaut auch nicht schlecht aus. Von dem her ist die Motivation dann auch gesteigert. Ja. Die Rekrutinnen haben allerdings ganz andere Sorgen. Im Moment bin ich so aufgeregt, dass ich gar keine anderen Gedanken habe, erstmal das Ding da vorne heil über die Bühne zu bringen. Den inneren Schweinehund zu überwinden, für Peggy Stephan eine Selbstverständlichkeit. Schließlich hat sie sich für 12 Jahre verpflichtet. Doch der erste Schuss ist immer der schwerste. Vier Treffer bei 5 Schuss sind gefordert. Peggy Stephan schafft die Vorgabe bereits im ersten Durchgang. 7 links, 5 hoch, 6 hoch, 4 Treffer. Jetzt ist die Nervosität weg und jetzt ist die Kälte da. Jetzt bin ich nur noch am Frieren und ja, mal gucken, wie ich mich jetzt aufwärmen kann. Simon Fletcher ist an der Reihe. Ein Stückchen weiter links anhalten, also wie ich eben schon gesagt habe beim ZF, ein Stückchen weiter links anhalten, dann passt das. Nach 2 Schießdurchgängen bei empfindlicher Kälte sind die Nerven der Rekruten nicht mehr die besten. Bitte? 5, 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
körperlich der erste echte Härtetest, an dem schon viele junge Soldaten gescheitert sind. Zu allem Überfluss hat der Wetterbericht Regen und Kälte vorhergesagt. Um kurz vor 22 Uhr trifft Simon Flatscher in der Kaserne ein. Hey, servus Stefan, servus. Wie geht's euch? Gut. Und was macht ihr? Scheiße. Gut, wie immer. Ja? Scheiße. Was macht die Freundin? Nördig, wie immer. Was wie, nördig, wie immer. Simon Flatscher hat das Wochenende zu Hause bei seiner Mutter verbracht. Die harte Bundeswehrschule hat bei Flatsche bereits erste Spuren hinterlassen. Ja, zu Hause macht man natürlich auch das Bett. Und die Bundeswehr, die prägt gleich so, wenn man nach Hause kommt und zieht irgendwas aus, dann faltet man das auch gleich auf DIN A4. Das ist so der schlechte oder der gute Einfluss, je nachdem, wie man es nimmt. Nebenan die Stube der weiblichen Rekruten. Einige von ihnen sind am Wochenende in der Kaserne geblieben, auch Peggy Stefan und Alina Böhm. Die Heimreisen nach Leipzig bzw. Frankfurt waren den beiden zu teuer und zu anstrengend. Zumal die dreitägige Übung ansteht. Bei 25 Kilogramm Gepäck pro Soldat ein echter Härtetest für die jungen Frauen. Ja klar, es ist eine Belastung, aber ich denke mal, wenn man sich da vorher schon so verrückt macht und sagt, man schafft es nicht, ich denke mal, dann geht das wirklich erst nicht richtig in die Hose. Geh einfach mit Hoffnung ran, dass ich es schaffe und dass mich meine Kameraden, falls er fällig sollte, es nicht schaffen, unterstützen. Und dann denke ich mal schon, geht das. Montagmorgen, 6 Uhr. Peggy Stefan belädt den LKW mit Ausrüstungsgegenständen, die nicht im Rucksack mitgeschleppt werden können. Biegert! Jawohl. Ding wieder zu! Die 152 Rekruten ahnen nicht, was wirklich auf sie zukommt. Dementsprechend unterschiedlich sind die Erwartungen, weiß Ausbilder Ronny Steitel. Viele gehen natürlich am Anfang raus, denken, ja, das ist nicht weiter 3 Tage, das reißt man auf einer Arschbacke runter sozusagen. Aber spätestens nachdem wir oben angekommen sind, wird sich das erstmal etwas relativieren. Der letzte Schluck Kaffee, bevor es hinausgeht zum Morgenappell. Aus! Zum Kommandie, ruhig! So, Kameraden, jetzt beginnt für Sie der Ernst des Soldatseins. Sie werden jetzt das erste Mal 3 Tage am Stück im Übungslager verbringen und dort lernen, wie der Soldat im Gelände überlebt. Es ist kurz vor 7:30 morgens, als die Rekruten aufbrechen. Jawohl, schön geschlossen bleiben, Männer. Bevor es bergauf geht, marschieren die Soldaten knapp 3 Kilometer in der Ebene. Mancher stößt bereits jetzt an seine körperlichen Grenzen. Kommen Sie, sich abreißen. Abstände sofort einmal nicht zu groß werden lassen. Sonst haben Sie nachher das Problem, dass Sie größere Strecken aufschließen müssen und das kostet Kraft. Der scheiß Rucksack, ey. Ein Soldat muss zusätzlich zu seinem Marschgepäck eine Sanitätsliege mitschleppen, die ständig verrutscht. So. Ey, ist jetzt der Wurst, geh mal weiter. Ja. Ich befehle es noch einmal. Nehmen Sie den Rucksack runter und diskutieren Sie hier nicht rum. Jeder Rekrut hat 25 Kilogramm Gepäck auf seinem Rücken. Hinzu kommt das Gewehr. Das geht an die Substanz. Doch bei entsprechender Motivation ist das kein Problem. Oh, das schaffen wir schon. Ja? Motiviert. Ah, top motiviert. Sie kommen aber auch nicht aus Bayern. Nee, ich komme von Stralsund um, in so Rügen. Und jetzt hier bei der Gebirgsjägern? Ja. Kein Schiss vor dem Berg? Ich wollte vom Wasser weg. Also Berge haben mich gereizt. War schon immer so. Kann sich da die Meinung ändern, wenn es einen Berg hochgeht vielleicht? Da müsste schon eine Menge mehr passieren, würde ich sagen. Bevor ich hier aufgebe. Eine gute Stunde sind die jungen Soldaten unterwegs, als der eigentliche Anstieg auf den Silberg beginnt.
bis jetzt haben wir ja noch nicht leider belastet. Wir sind zwar schon einen Schritt schneller gegangen, aber das dicke Ende kommt erst noch. Schauen wir mal Richtung Berg, aber müssen sie durch, nützt nichts. So, schön zusammenbleiben. Der Gipfel des Silbergs ist noch über 300 Höhenmeter entfernt. Das schwere Gepäck, die Kälte und die Höhenluft für manche eine zu hohe Belastung. Komm auf! Geh! Geh! Los jetzt, fang an zu kämpfen! Steh auf! Nein! Ey, Nicole! Steh auf jetzt, hoch! Nicole! Gib mir Luft mehr! Komm jetzt hoch! Auf! Los jetzt! Hoch Nicole! Ey, du machst uns so komm! Dann stell dich wenigstens hin, komm! Krieg mal, wenn ich mach jetzt! Nein. Jetzt beiß endlich und streng dich an, Gott verdammt! Ich steh auf, komm! Fuck, sie übernehmen! Auf geht's! Scheiße, jetzt komm ich nicht mehr hoch! Auf, jetzt nicht hier rumdiskutieren oder sonstiges, sondern weiter auf geht's! So, der ganze Zug wartet hinten! Halt dich fest. Es hängt nur irgendwo. Schatz mal. Jetzt. So, los, kommt, Leute. Ausrüstung übergeben, wir müssen weiter. Damit sie auch nicht kämpfen weiter. Was hast du mir gestern besprochen? Du kommst diesen beschissenen Berg hoch, egal wie. Das will ich jetzt sehen. So, Stefan, jetzt ist Ruhe. Jetzt geht's weiter. Vom Rand. Hier. So, der Rucksack wird sauber durchgereicht, sodass jeder mal die Last trägt. Ja, es kommen alle oben an, wir lassen niemanden zurück. Die Soldatin darf ohne Gepäck weitergehen. Die Kameraden tragen abwechselnd ihren Rucksack. Wir sagen ja von vornherein, die Gruppe ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und Ziel ist es halt, dass die Gruppe sich selbst auch motiviert, um da hochzukommen. Wir wollen ja die kleine Kampfgemeinschaft zusammenführen, um dann entsprechend auch, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, den Auftrag erfüllen zu können. Und das kann niemand alleine, das können sie nur in der Gruppe. Und das wollen wir hier schon, indem wir hier den Marsch etwas vorantreiben, schon ein bisschen mit fördern, dieses Zusammenhalt in der Gruppe. Viele sagen es auch am Ende der Grundausbildung, dass gerade die Kameradschaft, die sie hier gelebt haben und erlebt haben, für viele wirklich ein Punkt war, wo sie sagen, das war schön, dabei gewesen zu sein. Ja. Also es ist auch solche Momente, wo es jetzt im ersten Moment hart ist, wo viele auch beißen müssen, auch solche Momente im Nachhinein sind für viele das Erlebnis, was Bundeswehr auch mit ausmacht. Sehen Sie morgen, der Kampf am Berg geht weiter, die Gangart wird härter. Bis jetzt geht's ganz gut. Bin mal gespannt, wie die erste Nacht dann so ist. Halten alle Rekruten des Gebirgsjägerbataillons durch bis zum feierlichen Gelöbnis? Morgen bei K1 Journal. Zurück bei K1 Journal und zurück zur Natur. Wir befinden uns in den Berchtesgadener Bergen. Mittendrin auch die Rekruten des 7. Gebirgsjägerbataillons 232 mit schwerem Marschgepäck. Ihre Grundausbildung geht dem Ende entgegen. 3 Monate lang haben wir die angehenden Soldaten begleitet. Muss jetzt kurz vor dem Ziel noch jemand aufgeben? Der Anstieg zum Silberg in der Nähe von Berchtesgaden. 152 Rekruten kämpfen sich mit 25 Kilogramm Gepäck bergauf. Der scheiß Rucksack, ey! Jetzt beiß endlich und streng dich an, Gott verdammt! Ich steh auf, komm! Um das Übungsgelände mit exklusivem Bergblick zu erreichen, müssen die jungen Soldaten 300 Höhenmeter durch Schlamm und Morast bewältigen. Eine körperliche Höchstbelastung. Man muss schon beißen. Dann, wenn man nicht dran denkt, dann klappt es einigermaßen, aber Schmerzen werden immer schlimmer. Da muss man durch. Oberfeldwebel Ronny Steidl erwartet am Ziel bereits seine Gruppe. Ich denke mal, wenn sie jetzt gleich raus auf die freie Pläne gehen, Erleichterung, dass sie oben sind. Das, denke ich mal, wird jetzt die erste Reaktion sein. Wenn wir Glück haben, haben wir eine schöne Aussicht auf den Watzmann raus. Vielleicht schaut man sich der eine oder andere sicher mal das noch ein bisschen an, dass er dafür noch einen Blick hat. Aber dann wird bei einigen erstmal die Erschöpfung kommen, denke ich mal. Nach 3,5 Stunden haben es die jungen Gebirgsjäger fast geschafft. 3,5 Stunden, in denen sich die Soldaten gegenseitig motiviert und geholfen haben.
Durchgehalten haben sie alle, auch eine Soldatin mit Bronchitis. Ich glaube, auch einer hat sich krank gemeldet. Sie haben eine Bronchitis. Warum kam das für Sie nicht in Frage? Weil ich endlich mal was durchbringen will. Weil zum Sanitäter kann jeder gehen und so, ich kann nicht. Und auch wenn ich jetzt halt Kameraden teilweise schlecht drauf habe, aber ich habe es geschafft. Jetzt heißt es, rasch die verschwitzte Kleidung wechseln. So, Männer. Ja, könnt ihr euch schon mal hier ans Gelände gewöhnen. Nächsten 2-3 Tage werden wir hier verbringen. Schön gemütlich ist es ja. Ja. Ich denke, es ist ein ganz anderes Plätzchen hier. Da können wir schon die nächsten 3 Tage sauber wohnen. Hier. Haben andere schlechtere Plätze. Okay? Jawohl, jawohl, jawohl. So, dann seht zu, dass er fertig wird. Haben wir heute noch was vor. Was ist das für eine Flasche da unten, Ole? Also für Flachländer, sage ich mal so, ist das schon extrem anstrengend. Aber für ein Lächeln reicht es immer noch. Und für mich, sage ich mal so, auch die Luft ist was ganz anderes als an der Küste. Wird ja auch oben ein bisschen enger. Das ist eigentlich ein reiner Gewöhnungszustand. Aber wenn man dann halt oben ist, eine Flatsche, dann ist man glücklich. Für die Schönheit der Natur bleibt wenig Zeit. Die Soldaten sollen sich ihr viel mehr anpassen. Die Nase muss heller. Sag ich doch. Ja. Wir haben mal Bilder mal gesehen, ja, aber so gemacht hat es noch keiner von uns. Gefällt's mir. Die Soldaten haben Glück. Kurz nach Eintreffen am Lagerplatz kommt die Sonne raus. Bei Regenwetter wäre alles um ein Vielfaches beschwerlicher. Auch das Einrichten des Biwaks. Da kann man schlafen, würde ich sagen. Wir haben sowieso einen der besten Plätze, weil das so eine kleine Mulde ist. Von dem her hat man da gleich mal mehr Platz, als jetzt zum Beispiel die dort unten, was sie erstmal eine Grube schaffen müssen. Ja. Zeit zum Ausruhen bleibt Simon Flatscher und seinen Kameraden nicht. Den Soldaten wird bewusst keine Pause gegönnt. Die nächsten Geländeübungen stehen an. Das Absichern der Gruppe im Gelände, das Bewegen in sogenannten Schützenreihen. Normalerweise kein Problem, aber die Rekruten beginnen langsam müde zu werden. Jede einzeln die verschiedenen Gangarten machen. Es geht 36 so von unten erfassen. Die Füße, die Hacken sind abgeklappt. Auf die Ellenbogen abgestützt. Und dann robben. Nochmal circa 10 Meter. So. Auch Simon Flatscher übt sich in tiefer Gangart. Zu Beginn der Grundausbildung hatte der Abiturient eigentlich noch mit dem Gedanken gespielt, bei der Bundeswehr zu studieren. Am Boden der Tatsachen angekommen, ist seine Entscheidung gefallen. Also ich werde meine 9 Monate machen und dann ist meine Wehrzeit vorbei. Das ist schon entschieden jetzt. Ja. Weshalb jetzt die Entscheidung schon? Ja, mehrere Faktoren, die was ich jetzt nicht unbedingt erwähnen möchte. Simon Flatscher wird seinen weiteren Lebensweg ohne die Bundeswehr gehen. Zwei Wochen später, das Ende der Grundausbildung. Am Abend werden 150 Rekruten ihr Gelöbnis sprechen. Natürlich in Paradeuniform und natürlich muss hier Frau Mann helfen. Nicht alle haben durchgehalten. Die Stube mit den Rekrutinnen ist nicht mehr vollzählig. 2 von ihnen haben den Dienst quittiert. Also irgendwie fehlen sie dann doch schon, die 2 Mädels. Es war zwar nicht lange, aber trotzdem hat man sich irgendwo aneinander gewöhnt und man wusste, dass man zu 6 war, jetzt ist man nur noch zu 4 und fehlt die weibliche Power, sage ich jetzt mal. Dann ist es endlich soweit. Die Rekruten haben sich in den letzten Tagen sorgfältig auf das Gelöbnis vorbereitet. Der Ablauf wurde wieder und wieder einstudiert. Trotzdem, das Gelöbnis ist für die jungen Soldaten ein besonderer Moment. Soldaten. Sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach.
Ich gelobe. Ich gelobe. Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Treu zu dienen. Für die meisten Soldaten des 7. Gebirgsjägerbataillons 232 ist mit dem Ende der Grundausbildung die härteste Zeit beim Bund vorbei. Andere, wie Peggy Stephan, werden bald ihren Eid bei Einsätzen in Krisengebieten einlösen.